kleines Käffchen und ab zur Arbeit. Über 500 Meter sind es zum Bundestag, zum Laufen leider zu weit. Ich checke den Bundestag auf Energieverbrauch und muss feststellen, es gibt Sparpotenzial. Zum Thema Energiesparen. Braucht man jetzt wirklich die komplette Union oder kann man nicht die CSU zeitweise stilllegen? Ich meine, öffentlich-rechtlich könnten wir auch zusammenlegen. Was meint ihr, was wir da Energie gespart hätten? Tschüss. Ganz schön frech, was? Muss man überhaupt jeden Tag duschen? Weil es heißt ja auch so schön, man riecht nur mit dem Herzen gut. Also es gibt einige Kollegen, wo ich sagen würde, man sollte nicht weiter sparen. Ja, einmal Waschlappen, einmal duschen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die den anderen Waschlappen empfehlen. Hauptsache, wir diskutieren nicht wieder, wer zu Hause Waschlappen benutzt. Das schlägt mir dann wieder aufs Gemüt. Weil es gibt Dinge, die möchte ich aus dem Intimbereich gar nicht wissen. Benutzen Sie einen Waschlappen? Mich würde es jetzt interessieren. Aber nur aus energiesparpolitischen Gründen. Ja, ich habe welche, ja. Aber wir wollten ja nicht drüber reden. Weil ja, das ja habe ich vergessen. Ja, richtig, richtig. Wie dankbar sind Sie eigentlich Armin Laschet, dass Sie in diesen Tagen nicht regieren müssen? Ja, na, so ist das. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden und jetzt haben wir eine wichtige Aufgabe in der Opposition. Ja, das ist ja auch immer leicht, ne? Da kann man immer schön sagen, ihr macht alles falsch. Aber jetzt sagen Sie doch einfach mal danke, der Armin guckt zu. Wir hätten das gerne gemacht und Armin Laschet wäre ein guter Bundeskanzler geworden. Besser als Olaf Scholz. Ja. So. Ja, müssen wir auch lachen. Nein, ne? Ich lache. Hier wird doch noch so einiges verbraucht. Hätte man besser mal Nord Stream 2 aufgemacht. Wobei Herr Kubicki ja auch die Idee hatte, dass man die ja wieder aufmachen kann. Wie finden Sie die Idee? Da merkst du einfach, dass manche Leute nicht rechnen können. Nämlich durch 4 Pipelines, durch die kein Gas läuft, bleibt es ja trotzdem bei 0 Gas. Also ob man jetzt 2x0, 3x0 oder 4x0, kommt immer noch 0 raus. Ich finde, wir sollten konsequent sein und alle Pipelines schließen. Das wäre doch mal ein mutiger Schritt. Also ich habe nicht gesagt, wir müssen Nord Stream 2 aufmachen, sondern wenn Putin sagt, er liefert über Nord Stream 2, sollten wir mal gucken, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber wie gesagt, mir ist das relativ Latte. Ich heize nicht mit Gas, ich habe kein Gas. Insofern sollen die, die Gas haben, anschließend die Frage stellen, wo Robert Habeck das herholt. Was glauben Sie, wie viel Strom könnte man sparen, wenn man Karl Lauterbach die Twitter-App vom Telefon nimmt? Wahrscheinlich kann man einen Kleinstadt mit versorgen. Ja, es ist tatsächlich so, da geht viel Energie verloren. Das hat fast schon Blockchain-ähnliche also Dimensionen. Mir ginge Lebensenergie verloren, aber also was den Strom angeht, würde man viel einsparen. Es geht um die Energiesparverordnung und was Sie davon schon persönlich umgesetzt haben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich komme meistens mit nassen Haaren hier an. Ist das wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Ich finde das vorbildlich, Herr Hofreiter, dass Sie sagen, Sie sparen Energie, indem Sie mit nassen Haaren in den Bundestag kommen. Und deswegen kriegen Sie von uns jetzt einen Preis. Ich kriege einen Preis? Ja, Sie kriegen von uns... Das ist sicher irgendein Scheiß, oder? Es ist, natürlich ist es irgendein Scheiß. Sie kriegen den goldenen Robert von uns. Für diese Aktion. Das ist ja wirklich sensationell. Nehmen Sie ihn und zeigen Sie ihn voller Stolz. Olaf Scholz hat gesagt, wir müssen jetzt mutig in den Winter gehen. Das muss man, glaube ich, immer. Ne? Und sich unterhaken. Genau. Das fände ich ein schönes Abschlussbild für diesen Beitrag. Können wir uns kurz unterhaken und mutig in den Winter gehen? Ja, das machen wir das. Mit der schweren Tasche kriegen wir das hin. Wobei das mit dem Winter natürlich so eine Sache ist. Es fängt zwar an zu regnen, aber es ist immer noch über 20 Grad. Das stimmt, aber jetzt nicht so viel reden. Das ist ja nur das Schlussbild für den Beitrag. Also in die Richtung, wo gehen Sie denn hin? Wir müssen noch da in den Plenarsaal. Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.